Hallo, Neues von der Projektfront. Alle meine Probleme haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe zuerst den Aidan-Codec zwar gesehen, aber ich habe gedacht, der Neuere war halt voll das Coole, aber der hat mir scheinbar alles durcheinander gebracht. Jetzt habe ich es mit dem Aidan ausprobiert, da im Programm drin, in dem Cyberlink Power Director 18, also die Kaufversion. Und damit hat es jetzt geklappt. Also vorgestern habe ich den ersten Teil schon fertig gekriegt, habe es gerendert. Das Rendern lassen, das dauert immer sehr lang. Und letzte Nacht ist der zweite Teil fertig geworden. Ergo habe ich jetzt um die 20 Minuten Show beisammen. Die kann ich eigentlich aufführen, sobald ich einen Beamer habe und Leinwand dafür. Das wäre dann eine Rückprojektion, weil ich hampel ja vor der Leinwand umeinander. Ich sprühe ja da dazu. Ich bin ja quasi da so der alter Ego zur Detektivin, die in der Geschichte im Video vorkommt. Das ist eine ganz coole Geschichte, die habe ich mir ausgedacht. Also das geht ins Multiversum, wo man sich selber in verschiedene Inkarnationen quasi trifft und die wiederum stellen Gefühle dar oder die repräsentieren Gefühle. Genau, da trifft sie auf die Liebe, die ihr innewohnt und die Courage zum Schluss noch. Und die Detektivin findet dann raus, dass das ja alles sie selber ist. Das ist so die Konklusion dann. Und genau, das ist dann Ende der Geschichte. Das habe ich jetzt noch fertig gemacht. Halt mit weniger Effekte, weil ich mir nicht sicher war, ob die Effekte nicht auch irgendwas durcheinander bringen oder so. Aber ich habe jetzt nur bis Ende April Zeit. Ergo lang genug, um das nochmal auszuprobieren, mit coolen Effekten vielleicht. Ich wage es jetzt einfach mal, weil ich habe es ja jetzt einmal cool da. Das kann man schon mal nicht mehr genommen werden, beziehungsweise das ist auf alle Fälle safe. Habe jetzt auf externen Festplatte schon. Ich werde es auf die zweite und dritte vielleicht auch noch speichern. Ich bin da ein bisschen ängstlich jetzt. Und dann habe ich das Projekt heimgefahren. Genau, soweit dazu. Und jetzt wollte ich eigentlich noch, ich sitze da auf so einem Gymnastikball, deswegen hopfe ich immer ein wenig, aber das macht ja nichts. Jetzt wollte ich eigentlich nur einen Lifehack mitgeben. Sollt ihr chipssüchtig sein, kauft euch wieder die englischen Chips da. Die sind mit Essiggeschmack. Da könnt ihr euch gut abgewöhnen von Chips. Ihr habt es ausprobiert. Ja, früher immer, also lange keine Chips mehr gegessen. Aber wenn es da Chips, also wenn ich mir Chips gekauft habe, immer eine Packung aufhast und dann eingefressen. Und jetzt hat da, also schaut, wie viel da noch da ist. Du schaffst das einfach nicht. Weil das ist krass, ich weiß nicht, vielleicht lasst es ein wenig nach, wenn man es offen stehen lässt oder so. Ja, so. So viel Glutamat kann da gar nicht drin sein, dass das schmeckt. Also probiert es aus. Crisps heißen die auf Englisch. Englische Chipskörper. Mit Essiggeschmack. Super. Entwöhnung läuft. Aber halt wollte ich noch gesund kochen, weil ich mache dabei so einen Ernährungskurs mit. Machen wir Hausaufgabe gekriegt. Ich habe die Hausaufgabe aufgerückt. Das für Rezept muss man nachkochen. Und der ist im Kühlschrank anschauen. Aber alles passt. Passt eigentlich alles. Bis auf die Sache mit den Soßen. Ich mag Ketchup. Ketchup mag ich ziemlich gern. Könnte mir zum Verhängnis werden. Ja. Aber
Von Spaß. Aber. Na, richtig, also kreislich. Probiert das aus. Bis später.